Liebe Geschwister, wir alle sind durstig. Wir alle sind sehnsuchtserfüllt. Wir alle können den Beginn des nächsten Monats kaum erwarten. Und vielleicht habt ihr das Gefühl in den letzten Tagen gehabt, dass euer Körper keine Nahrung zu sich nehmen möchte. Ihr hattet keinen Hunger gehabt, ihr hattet keinen Durst gehabt. Und dann hattet ihr euch gefragt, ja, heute wäre vielleicht ein guter Tag gewesen, sich auf Ramadan vorzubereiten, so wie der Prophet das auch tat, sallallahu alaihi wasallam, der in keinem Monat mehr fastete, ohne durchgehend zu fasten, als im Monat vor Ramadan. Und das ist die Sehnsucht, liebe Geschwister, die bis in unsere Zellen vordringt, dass unser Körper nach Ramadan verlangt, nach As-Sawm verlangt, nach der Zurückhaltung verlangt, dass wir nach Ar-Ramda verlangen, nach der Hitze, nach der äußeren Herausforderung verlangen. Und damit unsere Sehnsucht noch größer wird, liebe Geschwister, und damit wir noch mehr vom Monat mitnehmen, eine Sehnsuchts-Khutba in Bezug auf Ramadan, dass wir uns vorab einstellen auf diesen großen Segen. Zunächst einmal, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in authentischen Worten, dass die Tore des Paradieses geöffnet werden, sodass kein Tor, welches zum Paradies führt, verschlossen bleibt. Alle Tore des Paradieses werden geöffnet. Und gleichermaßen werden alle Tore, die zur Hölle führen, geschlossen, ohne dass eins geöffnet bleiben würde. Und die guten Taten in diesem Monat, liebe Geschwister, sie werden vielfach belohnt und sie fallen einem leichter. Wie auch die Reue, die ja auch eine Tat des Herzens ist. Die Reue fällt einem in diesem Monat leichter, wie der Prophet sagte, beziehungsweise wie die Gelehrten dies deuten. In Hashiyat As-Sindi ist überliefert, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass im Monat Ramadan ein Rufer ausruft: O du, der das Gute begehrt, voran! O du, der das Schlechte begehrt, lasse ab! Und damit ist gemeint, O du, der das Gute begehrt, lasse ab, vollbringe gute Taten. Dies ist deine Chance. Denn nun bekommst du großen Lohn für wenig Aufwand. Denn nun bekommst du großen Lohn für wenig Aufwand. Und du nach dem Schlechten strebender, unterlasse und kehre reumütig zurück. Denn die Zeit der Reue ist gekommen. Liebe Geschwister, gleichermaßen ist das Fasten ein besonderer Schutz, denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, man soma yawman fi sabilillah, ja'ala Allahu baynahu wa baynan nari khandaqan kama baynas samai wal ard, wie Imam At-Tirmidhi überliefert. Wer einen Tag für Allah Ta'ala fastet, so setzt Allah Ta'ala zwischen der fastenden Person und dem Höllenfeuer ein Graben, dessen Distanz wie die Distanz zwischen Erde und Himmel ist. Pro gefasteten Tag. Das soll uns auch motivieren, liebe Geschwister. Auch während wir diese Schwächephasen am Tag verspüren werden, dass dieser Fastentag bedeutet, einen Graben zwischen sich und dem Höllenfeuer gesetzt zu haben. Ein Graben, der die Distanz umfasst zwischen Erde und Himmel. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Ahmad verifizierte, dass an jedem Tag Menschen vom Höllenfeuer befreit werden und in jeder Nacht Menschen vom Höllenfeuer befreit werden. Und in einer weiteren Überlieferung, die Ibn Majah verifizierte, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei jedem Fastenbrechen befreit Allah einige vom Höllenfeuer. Und dies jede Nacht. Stellt euch vor, ihr brecht euer Fasten und wir dürfen hoffen. Ihr dürft hoffen. Ich darf hoffen, dass dies vielleicht der Abend ist. Dies vielleicht das Fastenbrechen ist, an dem unsere Namen unter denen aufgeführt werden, die vom Höllenfeuer Befreiung erfahren haben.
Und das Fasten, liebe Geschwister, ist, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ein Grund, ins Paradies zu kommen. Ein Prophetengefährte, Abu Umama, er fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, weise mich auf eine Tat hin, durch die ich in das Paradies komme. Und er sagte: Halte dich an das Fasten, denn es gibt nichts Vergleichbares. Allah Ta'ala verkündet im Koran: Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Und suche Hilfe durch die Geduld und durch das Gebet. Und Allah Ta'ala ist mit den Geduldigen. Und die Korangelehrten haben erklärt, dass durch die Geduld oder mit der Geduld auch das Fasten gemeint ist. Mit der Geduld im Speziellen auch das Fasten gemeint ist. Und wenn Allah Ta'ala sagt, inna Allaha ma'as-sabirin, ja, dann bezieht sich das genauso auch auf die Fastenden, liebe Geschwister. Und als Ehrung, liebe Geschwister, wir kennen die Zeremonien. Ja, wenn eine Mannschaft gewonnen hat, wenn jemand einen Preis erlangte, wenn irgendjemand Erster wird, was passiert? Man sagt nicht einfach, okay, guten Abend, Salam alaikum, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, sondern es gibt eine Zeremonie. Wir feiern das als Menschen. Und am Tag des Gerichts, liebe Geschwister, gibt es auch verschiedene Zeremonien, verschiedene Feiern. Und am Tag, an dem Menschen durch verschiedene Tore des Paradieses gehen werden, wird es ein spezielles Tor geben. Es wird Ar-Rayyan genannt, auch ein beliebter Jungenname. Ar-Rayyan. Und dies ist das Tor, durch welches Muslime das Paradies betreten, die zu den Fastenden gezählt haben. Die zu den Fastenden gezählt haben. Stellt euch vor, gerade in diesen schwierigen Phasen, die uns erwarten werden, denn das Fasten fordert heraus. Zurückhaltung fordert heraus. Ar-Ramda, die Hitze, die starke Hitze, sie fordert heraus. Aber visualisiert ein wundervolles Tor und wisst, egal wie wundervoll ihr es euch vorstellt, es ist vergleichslos. Ibn Abbas sagte, das Einzige, was ein Apfel im Jenseits gemeinsam hat mit dem Apfel, den wir aus dem Diesseits kennen, ist der Name. Ja, der Apfel im Jenseits, er wird anders aussehen als dieser Apfel. Der Apfel im Jenseits wird anders duften als der Apfel, den wir kennen. Und der Apfel im Jenseits wird anders schmecken, als wir den Geschmack des Apfels kennen. Und der Apfel des Jenseits wird anders wirken, als wir die Wirkung vom Apfel in diesem Leben kennengelernt haben. Ja, man sagt, ja, an apple a day keeps the doctor away. Ein Apfel täglich und dies hält den Arzt ab oder hält einem vom Arztbesuch ab. Man braucht dann nicht zum Arzt gehen. So wirkungsstark ist ein Apfel. Das heißt, im Aussehen, im Geruch, im Geschmack und in der Wirkung kann man den Apfel des Paradieses nicht mit dem Apfel des Diesseits vergleichen. Nun stellt euch also das Tor vor, durch welches die Menschen ins Paradies eingehen werden. Und zwar diejenigen, die gefastet haben. Und dann wisst, egal wie schön ihr es euch vorstellt, es wird im Vergleich vergleichslos sein, unvergleichbar sein. Und das als Ehrung, liebe Geschwister, für diejenigen, die gefastet haben. Für diejenigen, die gefastet haben. Liebe Geschwister, ein Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was mich zu einer Schlussfolgerung führte. Ja, ihr könnt in der Schlussfolgerung verschiedener Meinung sein. Ja, es ist zum Gedankenaustausch gedacht, dass das Fasten keinerlei negative Assoziationen beim Muslim hinterlassen darf. Sei es herausfordernd, sei es prüfend, aber man darf keinerlei negative Assoziation mit dem Fasten haben. Eines, was vielleicht dem guten Muslim Unbehagen bereitet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er liebte oder ihm wurde das Parfüm
lieb gemacht. Es wurde ihm lieb gemacht. Er duftete stets gut und die Prophetengefährten hatten auch eine Kultur, parfümiert zu sein, gut zu riechen. Ja. Und dies geht auch mit dem Hygienekonzept des Islams einher. Ja, ich habe mir letztens mit meiner Mutter zusammen einige Minuten vom Film Luther angeschaut. Und die Menschen waren so dreckig. Ja, vor 500 Jahren waren sie so dreckig gewesen. Ja, in der Sphäre der Welt, die nicht diese Hygienestandards hatte, die wir kennen. Ja? Das heißt, ein Muslim strebt nach Hygiene. Ein Muslim strebt danach, gut zu riechen. Und dann ist das Fasten vielleicht eine Herausforderung, weil so sehr wir uns auch die Zähne putzen, und das Zähneputzen gehört zum Leben des Fastenden dazu, ja? Aber manchmal bleibt etwas von diesem Geruch des Fastenden im Mund bleiben. Und selbst diese kleinste Unbehaglichkeit wurde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beseitigt. Das führt mich zu der Schlussfolgerung, muss nicht euch zu dieser Schlussfolgerung führen. Der Muslim darf keinerlei negativen Assoziationen, keinerlei negativen Gedanken mit dem Fasten verbinden. Und das sind die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unbestreitbar von Bukhari verifiziert. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Der Prophet schwor bei Allah Ta'ala. Er sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Dass der Geruch, der aus dem Mund des Fastenden strömt, bei Allah besser ist. Besser ist als der Geruch von Moschus. Ja, was wir als Standardgeruch, Wohlgeruch kennen, ja, was aus unserem Mund als Fastende herausströmt, ist bei Allah besser als das, was Moschus für den Wohlgeruch bedeutet. Das heißt, was bleibt übrig an negativen Gedanken, subhanallah? Der Ramadan ist durchgängig positiv, liebe Geschwister. Durchgängig gesegnet. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, nachdem wir wissen, Ramadan bedeutet nur Positives. Nur Positives. Keine Kleinigkeit, die etwas Negatives assoziieren darf, die mit dem Ramadan verbunden ist. So sprach der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von zwei speziellen Freuden. لِصَائِمِ فَرْحَتَانْ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْتَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِ. Dem Fastenden stehen zwei Freuden bevor. Zwei Freuden. Zum einen, wenn er sein Fasten bricht, ja, und das ist der Monat, an dem wir diese vier Zahlen, wann das Maghrib-Gebet beginnt, auswendig haben, an jedem Tag. Ja. 43, 42, 44 und ja. Diese vier Zahlen, wir trainieren auch unser numeralisches Gedächtnis im Ramadan sehr stark. Ja, und danach können wir uns gut Nummern merken, ja, und im Leben gut klarkommen. Wenn wir unser Fasten brechen, freuen wir uns. Manchmal, liebe Geschwister, wenn wir ein gutes Essen haben, wir sind undankbar. Aber wenn wir unser Fasten brechen mit Wasser und vielleicht einer verschrumpelten Dattel oder irgendwas, wir gewinnen wieder die Freude am Essen. Alhamdulillah. Und der Prophet sagt es, sallallahu alaihi wasallam, und der Fastende wird sich freuen, wenn er seinem Herrn begegnet, aufgrund dessen, dass er gefastet hat. Aufgrund dessen, dass der Muslim fastete, wird er sich freuen, wenn er seinem Herrn begegnet. Welch große Freude muss das sein, liebe Geschwister. Alhamdulillah. Weil, liebe Geschwister, das Fasten wird quasi zu einem Rechtsanwalt für uns. Ein Fürsprecher. Das Fasten wird für uns Fürsprache einlegen. Wird in einer Form lebendig werden, in einer Form verkörpert werden und wird für die Fastenden sprechen. Und bei Allah Ta'ala Fürsprache einlegen. Er hat sich zurückgehalten um deinetwillen, o Allah. Vergib ihm. Lass ihn in das Paradies. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Fasten und der Koran sind Fürsprecher für die Gläubigen am Tag der Auferstehung.
wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und die von den Gelehrten als authentisch eingestuft wurde. Weiter, liebe Geschwister, was uns freuen darf, ist, dass der Fastende ein besonderes Geschenk bekommt von Allah Ta'ala. Ein sehr besonderes Geschenk. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, die Bittgebete Dreier werden erhört. Das Bittgebet des Fastenden, das Bittgebet des Unschuldigen und das Bittgebet des Reisenden. Und das Bittgebet des Reisenden. Ich hatte die Überlieferung auch auf Arabisch hier, deswegen. Genau. Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir. Ja? Drei Personen, deren Bittgebete nicht zurückgewiesen werden. Zum einen der Reisende, dann der Unterdrückte und, was wir jetzt im Speziellen thematisieren werden, das Bittgebet des Fastenden, bis er sein Fasten bricht. Das heißt, wenn wir 16 Stunden fasten, liebe Geschwister, können wir 16 Stunden lang Bittgebete machen, und diese Bittgebete sind nicht zurückgewiesen. Diese Bittgebete sind nicht zurückgewiesen, haben eine besondere Stellung bei Allah Ta'ala. Und hier geht es nicht um einen Wunsch, sondern ein Bittgebet im Sinne von, sprich zu Allah, was du willst. Erstelle eine lange Liste. Und dieses gesamte Bittgebet von A bis Z und ja, von 1 bis 1 Milliarde und darüber hinaus. Du kannst Allah Ta'ala all deine Wünsche antragen. Du kannst Allah Ta'ala bitten, und dieses Bittgebet wird nicht zurückgewiesen. Dieses Bittgebet wird nicht zurückgewiesen. Und liebe Geschwister, diese Worte, dass drei ein Bittgebet haben, was nicht zurückgewiesen werden, sind stark erziehende Worte, weil hier auch das Bittgebet des Unterdrückten erwähnt wird. Was uns dazu führt, zu sagen, wir halten uns von jeglicher Unterdrückung fern. Weil wir wissen, genauso wie Allah Ta'ala das Bittgebet des Fastenden erfüllt und wir Iman daran haben, erfüllt er auch das Bittgebet des Unterdrückten. Weshalb wir nicht unser Bittgebet als Fastende erfüllt haben wollen und gleichzeitig das Bittgebet desjenigen, von dem, den wir unterdrücken. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ. Hüte dich vor dem Bittgebet des Unterdrückten. Pass auf, dass du niemanden unterdrückst, der dann am Ende Allah Ta'ala bittet. Denn es besteht zwischen diesem Bittgebet und Allah Ta'ala keine Barriere. Keine Barriere. Und der Prophet beschrieb, und das ist ein Bukhari, überliefert diese Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und weiter sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch in einem authentischen Hadith, اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. Hüte dich vor dem Bittgebet des Unterdrückten, vor den Bittgebeten des Unterdrückten, denn sie steigen zu Allah auf wie Funken. Sie steigen zu Allah Ta'ala so schnell auf wie Funken. Und wir wissen, dass keine Barriere sie dort erwarten. Und dem einen oder anderen kommen manchmal Gedanken, scheitanische Gedanken, dass es da Klassifizierungen gibt. Dass wenn der Mensch in irgendeiner Form schlecht ist, dass auch wenn er unterdrückt ist, sein Bittgebet dennoch nicht angenommen wird, weil er ist ja ein schlechter Mensch, ein sündhafter Mensch beispielsweise. Und dort erzog uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den folgenden Worten: Da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajira fafujuruhu ala nafsi. Das Bitt, und das überliefert Imam Ahmad in einem Sahih Hadith, dass das Bittgebet des Unterdrückten ein erfülltes Bittgebet ist, und sei er ein Sünder. Denn seine Sünde richtet sich gegen ihn selbst. Die Sünde, die richtet sich gegen ihn selbst. Dennoch ist also sein Bittgebet aufgrund der Unterdrückung ihm gegenüber erfüllt.
Weil diese Sünde richtet sich ja gegen denjenigen, der sie ausübt, dem Unterdrücker. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'wat al-madhlumi wa in kana kafira, fa innahu laysa dunaha hijab. Hüte dich vor dem Bittgebet des Unterdrückten und sei ein Glaubensverweigerer. Denn zwischen seinem Bittgebet und Allah Ta'ala besteht keine Barriere. Das heißt, der Muslim, aufgrund des Imans an diese Worte, wird immer seine Umwelt bereichern. Wird niemanden um sich herum haben, den er unterdrückt. Im Gegenteil, er wird den Unterdrückten stets beistehen. Wir sehen also auch, liebe Geschwister, dass, und das zieht sich durch unsere gesamte Religion, die Ibadat erziehen uns zu besseren Menschen. Unser Ibadat, unser Fasten, unser Beten, unser Pilgern, all dies erzieht uns zu besseren Menschen. Und unabhängig davon, ob Menschen religiös sind oder wie sie religiös sind, sie werden immer den Muslim schätzen, aufgrund der Charakterschulen, die er durchläuft im Islam. Und eine spezielle dieser Schulen ist die Schule des Ramadan. Deswegen auch zu den 5 Säulen des Dienst zählend. Liebe Geschwister, nachdem wir gehört haben, was der Ramadan für uns bedeutet und dass uns motiviert, Gutes zu tun und dass die Shayatin gefesselt sind und die Tore des Paradieses geöffnet und dass die guten Taten uns leichter fallen und dass sie belohnter sind und dass der Ramadan uns zu besseren Menschen macht, lasst uns vornehmen, diesen Monat ohne Ballast zu begehen. In diesen Monat ohne Ballast einzusteigen. Oder den Anfang dieses Monats zu benutzen, um nicht ein neues Kapitel in unserem Leben aufzuschlagen, vielleicht ein neues Buch zu bekommen. Was anfängt mit einer weißen Seite. Lass uns eine Aufgabe angehen, dass wir insbesondere in unserer Familie und insbesondere in unserer Umma, aber nicht ausschließlich, für Versöhnung sorgen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. Es gibt 3 Personen, deren Gebet nicht über ihre Köpfe erhöht wird, über die Spanne, über eine Handspanne. Das heißt, ihre Gebete steigen nicht auf zu Allah Ta'ala, sondern sie bleiben über ihre Köpfe schweben. Und er zählte darunter, wa akhawani mutasariman, Brüder, und hier sind die Geschwister im Islam gemeint. Nicht die Blutsbrüder, sondern die Geschwister im Islam, wie die Gelehrten erklärt haben, sind hiermit gemeint. Brüder, die quasi geschieden sind. Die auseinandergegangen sind. Die getrennt voneinander sind. Alhamdulillah, liebe Geschwister. Inshallah, eine SMS, eine Mail, ein Like irgendwo hinterlassen. Bei einem Bruder, bei einer Schwester, bei der sich das ergeben hat. Ja? Möge dein Ramadan gesegnet sein. Kulu amin wa antum bi khair. Irgendetwas, womit wir diese Kluft überbrücken. Womit wir die Beziehung wieder möglich machen. Ja, vielleicht keine Beziehung aufbauen, aber wenigstens die Beziehung wieder möglich machen. Wenn wir uns nicht entschuldigen. Ein Glückwunsch. Ein Glückwunsch. Ein Bittgebet. Ja, dass unsere Gebete dafür bei Allah Ta'ala ankommen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, insbesondere auf die Verwandtschaftsbande bezogen, inna rahima sujnatun mina rahman. Also die sinngemäß, dass die Verwandtschaftsbande abgeleitet wird von Ar-Rahman. Das Wort für Verwandtschaftsbande, Ar-Rahim, kommt vom Wort Ar-Rahman. Und Allah Ta'ala sprach, qala Allahu, man wasalaki wasaltu. Wer die Verwandtschaftsbande pflegt, sprach Allah Ta'ala, zu dem erhalte ich auch den Kontakt aufrecht. Wa man qata'aki qata'tu. Und wer die Verwandtschaftsbande bricht, zu dem breche ich auch den Kontakt. Dass wir die Verwandtschaftsbande wieder anfangen zu knüpfen. Wie gesagt, durch einen Glückwunsch, Alhamdulillah. Ja, der Ramadan fängt an, wir haben einen guten Anlass zu sagen, ja, herzliche Glückwünsche, wir sind am Leben. Möge Allah Ta'ala deinen Ramadan annehmen.
Mögen deine Gebete erfüllt sein. Mögen deine Bittgebete erfüllt sein. Möge dein Fasten angenommen sein. Und so weiter. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Liebe Geschwister, wir Muslime, wir lieben die Herausforderung. Wir verabscheuen die Überforderung. Wir benennen die Überforderung. Und wir überfordern nicht. Und wir lassen uns auch nicht überfordern. Und Allah Ta'ala überfordert nicht. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala überfordert keine Seele. Aber wir lieben die Herausforderung. Und die Prophetengefährten und die Rechtschaffenen, Altvorderen, sie steigerten sich in die Herausforderungen. Sie überforderten sich nicht, aber sie steigerten sich in Sachen Herausforderungen. So eine Kultursache. Es wird auch nicht mal auf einen Namen zurückgeführt. Ja, sondern die Gelehrten sagten, dass unter den Frauen gab es diese Redensart, als sie sich die heißen Tage zum Fasten ausgesucht haben. Hier geht es um freiwilliges Fasten. Hier geht es nicht um das Fasten, was wir sowieso fasten, liebe Geschwister. Sie suchten sich die heißen Tage aus und fasteten. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, wenn es billig ist, kauft es jeder. Solche Sprüche, liebe Geschwister, hören wir von den Kapitalismusopfern der heutigen Zeit. Ja? Ja, wenn es billig ist, hat es ja jeder. Und dann kaufen sie irgendwelchen Schrott, der überteuert ist, maßlos überteuert ist. Da gibt es viele Geschichten, wie sich Menschen, erwachsene Menschen, lächerlich machen, indem sie quasi Müll für Millionen kaufen. Wortwörtlich Müll für Millionen kaufen. Oder Dinge, die Cents an Materialwert haben, keinen künstlerischen Wert, die für Millionen über den Tisch gehen. Warum? Weil es teuer ist. Warum? Weil wenn es billig ist, hat es ja jeder. Aber subhanallah, diese Frauen, sie sprachen von den Ibadat. Sie sagten, ja, wir wollen besondere Taten haben am Tag des Gerichts. Wir wollen nicht das, was jeder hat. Denn wenn es billig ist, dann hat es jeder. Schaut, wie diese Einstellung ist. Wie wundervoll diese Einstellung ist. Im positiven Sinne und für das Positive eine Konkurrenz auch geherrscht hat, wo man motiviert war, Großartiges zu vollbringen. Ein Gelehrter traf bei einer Reise einen Schäfer. Und dieser Schäfer, er fastete. Und der Gelehrte fragte ihn, warum fastest du an diesem heißen Tag? Und er sagte, soll ich mein Leben verschwenden? Soll ich mein Leben einfach so gelebt haben, ohne dass irgendwas Besonderes in diesem Leben passierte? Ja, das ist übrigens alles von einem Buch Ibn Rajab al-Hanbalis. Der erzählt über das Fasten an heißen Tagen einige Begebenheiten. Ja, wen das interessiert. In Lata'if al-Ma'arif. Lata'if al-Ma'arif. Al-Hajjaj war ein grausamer Herrscher gewesen, das darf man sagen. Ein Muslim, der sich für Allah Ta'ala einsetzte, aber war auch grausam. Und Allah Ta'ala möge ihm seine Grausamkeiten vergeben. Es sind reichlich viele. Und möge Allah Ta'ala in das Herz der Mu'minin Vergebung schenken, damit die Mu'minin ihm auch Vergebung schenken. Und Al-Hajjaj, er traf eines Tages einen einfachen Muslim. Und dieser einfache Muslim, er ließ sich aber von nichts beeindrucken. Auch nicht von Al-Hajjaj. Al-Hajjaj sagte, ich lade dich ein zum Essen. Er sagt, jemand Besseres hat mich eingeladen. Das hat wortwörtlich Menschen den Kopf gekostet, solches Verhalten. Al-Hajjaj sagte, und wer ist das? Wer ist besser als ich? Und er sagte, Allah Ta'ala hat mich dazu eingeladen zu fasten und so faste ich heute. Und Al-Hajjaj sagte, dann so an einem heißen Tag. Und er sagte, in Vorbereitung für einen noch heißeren Tag. Was sollte Al-Hajjaj da noch sagen?
Seht ihr, wie motiviert die Salaf gewesen sind, die Sahabis gewesen sind, die guten Menschen, die nach ihnen gekommen sind, gewesen sind. Abu Darda sagte auch, radiallahu anhu, fast an einem heißen Tag in der Vorbereitung auf den Tag des Gerichts und bete in der Nacht in Vorbereitung auf die Dunkelheit des Grabes. Dass wir unsere Absichten, liebe Geschwister, dass wir viele Absichten haben, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen das Fasten beginnen. Mein Wecker klingelte, ich werde also die nächste Botschaft kürzen, aber in den nächsten Tagen werden wir sie natürlich noch genießen, ausführlich. Liebe Geschwister, wir brauchen nicht nur eine Besserung der Beziehung zum Koran, sondern wir brauchen etwas, was nicht nur im Ramadan wirkt. Denn all das, was wir jetzt gerade über das Fasten berichtet haben, alles bezogen auf den Ramadan, wisst ihr, wofür es da ist? Für die Ehrung des Korans. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. All das in Ehrung für den Koran. All das, liebe Geschwister, in Ehrung für den Koran. Wir brauchen diese Beziehung zum Koran, liebe Geschwister. Und wir müssen tief in uns arbeiten. Ganz tief in uns arbeiten. Weil dort gibt es einige Schalter, einige Knöpfe, die nicht richtig geschaltet sind. Und ich möchte euch erklären, warum oder wie ich dazu komme. Ein christlicher Bischof in Spanien, in Andalus, vor ungefähr 1100 Jahren sprach diese Worte. Meine lieben Mitchristen genießen die Gedichte und Romanzen der Araber. Sie studieren die Werke mohammedanischer Theologen und Philosophen, nicht um sie zu widerlegen, sondern um sich einen korrekten und eleganten arabischen Stil anzueignen. Wo gibt es heutzutage einen einfachen Christen, der die lateinischen Kommentare der Heiligen Schrift lesen kann? Ach, die jungen Christen kennen keine andere Literatur als die arabische. Sie lesen und studieren arabische Bücher, sie häufen unter ungeheuren Kosten ganze Bibliotheken an und singen überall das Loblied arabischen Brauchtums. Damals die Christen haben auf die Muslime und auf ihre Sprache, die Araber, so hochgeguckt. Ja? So wie wir teilweise auf irgendwelche amerikanischen Rapper hochgucken. Und wir arbeiten ja an dem amerikanischen Slang und ja, lernen ein paar Strophen auswendig und sind stolz drauf, einige Wörter so auszusprechen wie die Amerikaner. Ja? Das ist in uns drin irgendwie. Aber schaut, was damals in den Herzen der Christen drin war. Die Liebe zum Koran, liebe Geschwister, bedeutet auch die Liebe zur arabischen Sprache. Und dass wir dem Koran näher kommen. Jeden Ramadan gibt es am Abend ein Tarawih-Gebet. Jeden Abend. Wir können den Koran mehrfach durchlesen, arabische Sprache studieren, eine Reise mal planen, eine Sprachreise, beispielsweise nach Marokko oder, ja, dort gibt es günstige Sprachschulen. Ihr seid zu faul zum Reisen, nehmt euch Online-Unterricht. Ganz günstig. Ihr zahlt 4-5 Euro die Stunde mit jemandem, der die Universität abgeschlossen hat. Habt ihr dann als Lehrer. Ja? Dass wir wieder diese Liebe zum Koran aufbauen, die Beziehung zum Koran aufbauen. Wenn wir Kurse von Sheikh Hashim, der heute hier ist, der auch heute inshallah vorbeten wird, ja? Wenn wir Kurse ausschreiben von Sheikh Hashim und wenn die anderen Moscheen, die auch wunderbare Imame haben, Kurse ausschreiben zur Lesung des Korans und ja, diese müssen in Sekunden voll sein. So wie Leute hier verrückt sind, wenn ein neues iPhone rauskommt und sie schlagen ihre Zelte auf und übernachten dort 3 Tage, ja? So sehr, und einige Muslime sind auch so, die kommen zu uns und sagen, ich will in diesen Kurs rein. Und dann, ja, was brauchst du, was möchtest du haben? Ich sage, Bruder, wir machen sowas nicht hier, ja? So jeder angemeldete ist ein, aber das ist irgendwo gesund, die Person ist gesund, Alhamdulillah. Sie wollte bestechen, das war nicht so ganz gesund, aber Subhanallah, sie weiß den Wert der Sache. Ich sage, Bruder, jeder Name ist gleich, bitte schreib Voranmeldung so und so und wir gucken gar nicht. Und sagt er, ja, ich habe diesen und jenen Job und ich bin hier und da einflussreich, Bruder. Oder es geht, ja. Aber es ist Subhanallah, diese Liebe, diese Sehnsucht, die soll da sein. Sie lassen uns viel Zeit miteinander diesen gesegneten Monat verbringen. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. Oh Allah, bitte lass uns leben und den ganzen Monat Ramadan abschließen, oh Allah. Und danach wie ein Schmetterling ein neues Leben beginnen, oh Allah. Oh Allah, bitte
Wische unsere Schlechtigkeiten aus, O Allah, und lass uns gute Gewohnheiten aufbauen, die unser Leben lang währen. O Allah, bitte schenke uns starke Freundeskreise, O Allah, die dich lieben und die du liebst, O Allah. Allahumma amin. Lass uns eine Beziehung zum Koran haben, die Tag für Tag, Stunde zu Stunde besser wird, Allahumma amin. O Allah, lass uns ein tatenreiches Leben leben, was all den Unterdrückten Besserung und Linderung und Erleichterung bedeutet. O Allah, bitte erfülle die Bittgebete der Notleidenden und heile die Kranken, verheirate die Unverheirateten und schenke denen, die sich Kinder wünschen, rechtgeleitete Kinder. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.